Das funktioniert bestimmt. Ich hoffe. Wenn nicht, dann... So. Da geht's jetzt bestimmt nicht. Hier, so, so. Dauert zwar nichts, aber... Man kriegt echt viel hier unter dem Schnee, ne? Das ist eigentlich schon fast erstaunlich. Diese Eis, diese Süßkartoffeln aus Eis, die sind doch hier schon ein bisschen mehr vertreten. Gut, 10.10 Uhr, wir gehen mal rein in die Bude. Eventuell ist sie ja da, ich weiß es nicht. Am Sonntag arbeitet die. Okay, wusste ich nicht. Um es zu normales Holz zerlegen. Ein Mini-Kühlschrank. Wir haben nicht einen normalen Kühlschrank. Kann zur Überprüfung der Ladenöffnung sein und des Inventars verwendet werden. Warum Inventar? Was war das hier? Das ist Holzfeuerschale. Ein Holzfeuer? Das klingt irgendwie komisch. Warum soll ich eine Feuerschale aus Holz machen? Also ist mal wirklich so doof gefragt. Ah, die Schrulle hier. Guck mal. So. Was kriegen wir dafür? Gold. Toll. Aber Lehm haben wir jetzt immer noch nicht so ganz, ne? Aber wir müssen Kleinstarbeit, ne? Das ist es halt. Es ist halt schon kacke hier, ne? Den ganzen Quatsch umzugraben will ich auch nicht die ganze Zeit. Also, versteht ihr, was ich meine? Ich kann ja. Sorry, ey, aber. Es ist ja so, es ist ja schon 10 nach 6, aber. Ich weiß nicht. Bin vielleicht ein bisschen zu. Ich hab eigentlich lang geschlafen. Sechs Stunden. Gestern habe ich nur 4,5 Stunden geschlafen. Jetzt schon 6 Stunden und 17 Minuten. Es sollte eigentlich 2 Stunden länger als gestern. Ja. Eine Schaufel. Kriege ich eigentlich eine Schaufel? Arbeitet der Kollege überhaupt am Sonntag? Der Schaufelman. Der Shovelman. Unser guter Botaniker hier. Er selbst auch eine Schaufel hier oben liegend. Die arbeiten am Sonntag. Die arbeiten am Sonntag. Warum arbeiten die am Sonntag? Okay, ja, wirklich nur lief hier. Okay. Stimmt, ne? Das müssen wir eigentlich mal machen. Dann kriegen wir ja 15% des Wertes zurück.
ja offen. Oder? Ach so, wir haben die Info. Ah. Die örtlichen Wälder und Berge sind großartig, weil sie um wilde wachsende Erzeuge zu finden. Ein guter Sammler entfernt alles Unkraut, Stämme und Steine von diesen Gebieten, damit sich das Obst und Gemüse frei entfalten können. Sammelexperten kennen auch die geheime Kultiviermethode und wilde Pflanzen auf dem Hof. Ist es nicht fantastisch? Ja, danke sehr. Das ist ein Buch von Morny. Tiere sind sehr empfindlich. Sie mögen es jeden Tag gestreichelt zu werden und mögen das Gras draußen mehr als trockenes Heu. Sie mögen es aber nicht im Regen zu stehen. Glückliche Tiere produzieren hochwertige Erzeugnisse. Für ein Buch. Ja, danke sehr. Der Fischer. Akt 1. Wow. Tex, Gordy, wie fängst du viele Fische? Ich brauche immer ewig. Gordy, du musst dich dazu entscheiden, ein wahrer Fischer zu werden. Und mit der Zeit wirst du immer schneller. Du sagst also, wenn ich meine Fischerfähigkeit verbessere, brauche ich nicht mehr so lange. Korrekt. Irgendwann lernst du vielleicht sogar deinen eigenen Fischkühler herzustellen. Dann bist du bald ein wahrer Meister. Jetzt aber ab mit dir. Oh. Und hier, warte mal hier. Wie tief ist die Mine? Diese Fragen haben sich viele Erkunder der Stern-Downtowns über die Jahre gestellt. Die Wahrheit ist, keiner weiß es wirklich, oder zumindest sagt es niemand. Unglücklicherweise kehren viele derer, die in die Tiefen der Mine steigen, nie mehr zurück. Allerdings gab es auch ein paar mutige Abenteurer, die tief in die Mine eingedrungen sind und mit interessanten Berichten zurückkamen. Anscheinend gibt es drei unterschiedliche Gebiete in der Mine. Alle mit ihren eigenen Monster und Schätzen. Manche Abenteurer sprechen von riesigen unterirdischen Seen und seltsamen Kreaturen, aber keine dieser Behauptungen wurden bewiesen. Interessant. So. Heyo. Komisches Ding, 136. Hallo, Belohnung, Belohnungsman. Grizzly Futon Bär. Wie groß ist der Kollege? Schon ein bisschen größer als nur so ein ganz kleines Ding, ne? Ich glaube, es ist nicht zu bär. Ich glaube, das kann man nicht einfach so nicht beachten, wollte ich mal sagen. Das ist ja schon mal eine Hausnummer von der Größe her. Wie viele Tage hat der Winter hier schon mal? 28, ne? Noch eine Woche. Geburtstag und da gibt es drei Nachtmärkte. Wir haben den zweiten besucht. Okay, man den dritten besuchen soll. Ups. Oh. Hallo, willkommen. Reis. Bringt das was? Irgendwie nicht, ne? Das ist irgendwie alles falsch, was wir jetzt gerade gemacht haben. Hier bestimmt Grashamen oder so. Das können wir jetzt nicht, aber können wir, wenn wir wieder Gras haben, das in die Maschine schmeißen? Wenn wir noch Gras haben irgendwo. Dann probiere ich das. Nein, hier nicht. Hier, komm.
Geht das? Nein. Dann sind Gräser, Pflanzenfasern nicht das gleiche. Auch wieder was gelernt. Hallo, Kuckuck. Kann man hier keine Liebe geben? Ja, sieht heute wirklich glücklich aus. Ach, da ist das dritte. Verkauft das doch nicht. Meine Güte, wie wollen die alle verkaufen? Noch eine Woche, ne? Ach, das ist doch irgendwie doof. Irgendwie nicht schön im Winter, aber irgendwie doof, dass man da nichts machen kann. Wir haben so lange gewartet, bis man das alles hier, also bis wir das alles vorbereiten konnten, ne? Und jetzt, wo wir es gemacht haben, dauert es ewig. Und ewig. Und ewig. Irgendwie so. Das kommt auf jeden Fall so vor. Das dauert wirklich ewig. Wie geht's eigentlich der Katze? Sag mal. Haben wir auch so eine Info? Nehmen wir mal nicht. Nein, nicht essen. Nein, nicht essen. Da haben wir alles drin, ne? Sogar ein Fisch. Was ist das da hinten rechts? Eine Blaubeere. Okay, alles klar. Cool. Dann machen wir es mal so. Was haben wir hier eigentlich? Ist das richtig? Ich habe keine Ahnung. Stimmt, der Deko-Bär. Mr. Deko-Bär. Da kommt neben den Kamin, damit er ein bisschen kuschelig hat. So, morgens 6 Uhr war wieder den ganzen Tag nichts zu tun. Außer Leben suchen und Mine und mal schauen, ob es der Tieren nicht gerade verhungert oder so, keine Ahnung. Okay. Können wir einfach so Futter geben? Nein, okay, alles gut. Sieht glücklich aus. Für 2,88? Cool, jetzt haben wir Eier. Tierprodukt, ein normales weißes Hühnerei. Wir können jetzt auch Mayonnaise machen, ne? Und so ein Quatsch. Und wenn wir Weizenmehl hätten? Oh, jemine, können wir das überhaupt? Klar, jetzt können wir eine Mayo-Presse machen. Erdkristall haben wir logischerweise. Irgendwo rumliegen bestimmt. Braucht es irgendwo? Wahrscheinlich schon, bei diesen ganz vielen Fragezeichen-Dingern hier. Seetang und Reis, ne, haben wir auch nicht. Ach, das ist alles Kacke. Bergarbeiter Leckerbissen. Magnetismus 200. Was ist das, Magnetismus? Zucker, Milch, beliebig, okay. Kohlsalat braucht so Rotkohl, Essig und Mayonnaise. Auch nicht schlecht, ne? Sieben wollen wir?